Okay, an dieser Stelle würde ich sowas wie ein Highlight aus der letzten Episode vorstellen. Leider gab es es nicht. Einfach zwei Gründe. Erstens, ich bin nicht witzig, deswegen gab es kein Highlight. Zweitens, gab es keinen Mikrosound in der letzten Episode, weil Outer City das leider für das, okay, leider zuständig ist. Das macht einen guten Job, aber leider in dieser Episode hat es keinen gemacht, denn es ist einfach stehen geblieben mitten in der Episode. Und deswegen muss ich eine Art kleinen Zusammenschnitt machen mit Musikhinterlegung. Guckt euch das einfach an. Viel Spaß bei der nächsten Episode. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Wildstar. Ich werde hier gerade attackiert. Aus heiterem Himmel. Wow, das war brutal. Gut. Was ist das da? Sonnenhorn-Rumtreiber, Jägerin Ascho. Ascho, Aschi. Asche, wer bist du? Hi. Hey, willst du mit mir reden? Nein? Okay. Dumme, arrogante Ziege. Hier will irgendjemand was von mir. Eine Sidequest wahrscheinlich. Ich bin da, um auf diesen Wald Der Wald hat aufzupassen. Angst, es wimmelt um fremde und seltsamen Bestien. Die Kreaturen des Waldes sind in einem unnatürlichen, tödlichen Schlaf gefallen. Um sie zu retten, muss ich ein Horn der Verkündung herstellen, für den ich Rohstoffe benötige. Sogar die Bäume hier lassen die Äste hängen. Okay, also einfach nur Zeug einsammeln. Meinetwegen. Ah, da. Hör auf wegzulaufen. Ich will euch doch nichts Böses. Ich will zwar nichts sagen, weil immer wenn ich das sage, fängt es wieder an damit, aber seit dem letzten Video leckt es so gut wie überhaupt nicht mehr. Das Spiel läuft super durch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also super. 17 bis 18 FPS sind nicht gerade super, aber das ist normal für dieses Spiel. Derjenige, der es schafft, Wildstar mit 60 FPS aufzunehmen. Alle Achtung. Also ich kann das nicht. Verdammt nochmal. Hier liegen keine von diesen blöden Ästen mehr rum. Gut, und jetzt nur noch. Wehe, du greifst mich an. Sehr schön. Einen Moment. Ernte das Horn des Lichthüters. Okay, anscheinend muss ich weiterlaufen als gedacht für diese Quest. Naja, mit Laufen und Erkunden habe ich ja eh keine Probleme. Das macht mir am meisten Spaß an diesem Spiel eigentlich. Also zuerst mal hole ich das Erntehorn. Wow. Ach, warum sieht in dem Spiel alles so wunderschön aus? Und ich dachte, Skyrim wäre super. Was bist du? Lichthüter. Oh mein Gott, warum tue ich das? Ich wollte dich nicht angreifen. Fuck, Alter, der macht mich tot. Der macht mich tot. Ich werde sterben, ich werde sowas von sterben. Ich wollte dich nicht töten. Ich wollte dich ja nicht mal angreifen. Oh mein Gott, ich hab kaum noch. Das war knapp. Ich wollte den Lichthüter nicht umbringen. Aber er sieht mir aus wie ein Mob, was seltene Gegenstände droppt. Wärst du böse, wenn ich dich angreife? Ja, bestimmt. Ich will irgendwie nicht. Oh, ich muss den Typen killen.
ich muss doch das Horn des Lichthüters ernten. Das bedeutet, ich soll den Typen killen und ihm das Horn von der Nase reißen. Aber das wäre ein bisschen zu brutal gewesen, deswegen haben wir es so benannt. So. Okay. Das und ich muss noch die Urmatrix holen. Das mache ich auch. Hier wieder da hoch. Yep, yep, yep. Ich kann es kaum erwarten, mein erstes Mount zu haben. Ich wünsche, das wäre in den Vorbestellerinhalten dabei gewesen, nicht so ein blödes Haus. Okay. Hier muss ich. Ist das dieser komische. Ja, ist es. Es ist der Würfel, den ich schon bekommen habe. Ja, scheiß drauf. Oh nee, doch nicht. Es ist das Ding direkt daneben, was ich eben nicht anklicken konnte. Und zurück zum Beobachter. Wisst ihr, was sich gut anfühlt? Wenn man haufenweise Quests über eine Stunde gemacht hat und die dann alle auf einmal abgeben kann. Fahr fort! Gute Arbeit! Aber das war jetzt doch nicht wirklich alles. Noch eine Quest. Wirklich. Ich habe das Horn hergestellt, um die hypnotisierenden Kreaturen aufzuwecken. Wir müssen aber auch noch die Sumsings verjagen, also hatte die Lebenswaffe dafür bereit. Ich glaube, du kriegst das hin. Wecke die hypnotisierten Dämmerkäuer, Tösel, Tötel, Dusel, Dusel, Zwusel, was? Duselwurzel, Sumsings. Okay. Meinetwegen. Habe ja sonst nichts zu tun. Verrecke, Dusel, Zwusel, Stockwache. Herausforderung beginnt. Ah, was denn jetzt wieder für eine Herausforderung? Ich will keine Herausforderung. Was ich will, ist endlich mal ein Shop, wo ich den ganzen Müll verkaufen kann, den ich im Inventar habe. Gut, damit wäre ich dann fertig. Erstatte mir Bericht. Viele Feinde. Ausgezeichnete Arbeit. Jetzt sind die Kreaturen erwacht, die Sumsings tot sind. Reagiert der Wald wieder. Minus 15 Finesse. Dafür plus 10 Mumm und Wahrnehmung. Oder minus 5 Finesse und plus 8 Wahrnehmung. Sind beide ziemlich scheiße. Weil ich kann es mir nicht leisten, Finesse zu verlieren. Und Wahrnehmung brauche ich nicht. Ich nehme einfach die. Pass auf den Wald auf! Nö, mache ich nicht. Warte. Irgendwas muss ich da machen. Was muss ich hier machen? Was ist das hier? Was haben wir hier? Ein Würfel. Und tote Chua. Ich beobachte diese fliegenden Insekten schon seit einer Weile und bin tief beeindruckt von ihrer Intelligenz und ihrem fortschrittlichen Gemeinschaftsverhalten. Außerdem sind sie unglaublich aggressiv. Ganz besonders ihre furchterregende Königin. Mehr als ein artloses Raubtier ist ihrem tödlichen Stich schon zum Opfer gefallen. Wie aufregend. Interessant. Was das hier ist? Oh mein Gott, was ist das? Verderbnisstachel. Die fliegen dahin. Das scheint ihr Stock zu sein, ihr Bienenstock. Da halte ich mich lieber mal von fern. Wenn ich schon mal hier bin, auf 120 Meter Entfernung, muss ich eine Flagge setzen.
will aber nicht, dass dieses Vieh da mich attackiert, weil das macht mich tot. Da bin ich noch nicht bereit zu. Da oben auf dem Berg soll ich die Flagge setzen. Na komm. Das schaffst du. Sehr brav. Genau hier. Genau da. Da. Sehr gut. Sobald du Land beanspruchst und deine Klasse mit dem blauen... Ja, okay. Tschüss. Also so wie es ausschaut, sind alle meine anderen Missionen alle in diese Richtung. Dann bin ich hier an den Wasserfällen fertig. Bist du eigentlich? Du siehst böse aus. Ah, ja, stimmt. Das muss ich auch noch machen. Oder, warte, welches ist das? Das, genau. Du musst das Letzte sein. So, jetzt muss ich wieder warten. Spürst du es? Sogar die Bäume sind nervös. Wieder warten, bis die Typen kommen. Könntest du bitte irgendwas machen? Schießen oder sowas? Meine Güte. Wird immer unterbrochen. Du bist so kurz davor. Nur noch ein bisschen. Double Kill. So. Jetzt bald mal was. Ich warte. Ich will dich ja nicht hetzen, aber es ist dringend. Double Kill. Triple Kill. Sehr gut. Das müsste es gewesen sein, oder? Wow, das sehe ich gerade jetzt erst. Riesengroßes Schutzschild. Wieso kann es das Dominion nicht einfach in Ruhe lassen? Ja, das fragt mich auch. Warum sind die Dominion so welche Jerks? Vielleicht liegt es einfach in ihrer Natur. Was zum Teufel ist das? Lebensfunde 2,6k. Absorbieren 1k. Okay. So, erstmal die ganze Scheiße abgeben. Du hast Nerven, mich so warten zu lassen. Dachtest du etwa, dein Auftrag wäre schon erledigt? Du musst Beobachter, clever Worte finden und ihn überzeugen, uns zu helfen. Diese Wälder war kein zweiter und wir brauchen ihn für den Kampf gegen die Drakenjäger. War ich nicht gerade eben erst bei dem? Man würde auf dich warten, aber wohl nicht den ganzen Tag. Ja, da komme ich gerade her, du Vollpfosten. Dankeschön. Gott. Fucking dammit, ohne Scheiß, ich komme gerade eben von da. Und jetzt schickt er mich schon wieder dahin. Ich sollte aufhören, das Land zu erkunden, ohne im letzten Abschnitt fertig zu sein. Ey, Steinmensch, ich soll mich bei dir melden. Hey, wie geht's? Ja, ganz gut. Mutt. Hätte vielleicht lesen sollen, was du von mir willst. Frisch mit Versorger Raul. Aha. Was willst du von mir? Genau, du? Ich werde das nicht zweimal sagen. Recyceln ist eine Kunst. Ah, du bist der Typ, der recyceln wollte für die Königin, genau. Sieht aus, als wärst du bereit für den nächsten Schritt. Alle Verbanden sollten ihr Bestes geben, um die Königin zu helfen. Vielleicht kannst du ja Gebrauchtes aus den alten Prototypen hier recyceln. Mein Inventar ist voll. Ja, natürlich, was sonst? Bist eine echt gute Nachbarin.
Ja. Bist du sicher, dass du dran zu deinem Fixpunkt machen möchtest? Du bist der millionste Nutzer dieses Fixpunktes. Welch eine Ehre! Ja, echt mal. Was kriege ich jetzt? Kriege ich irgendwie 1 Million Euro oder sowas? Das wird mir zumindest immer versprochen. Ich zeige dir den unbrauchbaren Handprototyp. Oder sowas in der Art. Ey, ich habe das Ding recycelt. Ich werde das nicht zweimal sagen. Hast du aber gerade getan. So, ich habe die Quest jetzt neu gestartet. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Jetzt hat es funktioniert. Beim letzten Mal hat es nicht funktioniert. Na los! Oh, du bist ein Shop-Typ. Bei dir kann ich ganze Sachen verkaufen. Jawohl! Kannst du haben. All dieses blöde Zeug. Kannst du alles haben. Alles reparieren. Ich wusste gar nicht, dass mein Zeug kaputt gehen kann, aber okay. Ah, oh, wunderschön. Guck dir das an, mein Inventar ist komplett leer. Ist es nicht schön? Wie viel Geld habe ich jetzt? 98 Silber. 96 Kupfer oder wie das auch immer heißt hier. Gut, es wird Zeit, dass wir endlich mal wieder zu den Questen zurückkehren. Meine Lauscher sind gespitzt. Dein Name ist, hat sich herumgesprochen, Befußend, und die besten Jäger von Celestia Spezial waren auf Lager. Und du gehörst dazu. Gute Angebote für gute Kunden. Mach weiter so, du kannst zu deinen paar meiner besten blablabla. Oh, ihr seid verschiedene Händler, okay. Wofür bist du zuständig? Du bist Rüstungshändler oder sowas in der Art. Minus 70 Lebenspunkte, dafür plus 4 Finesse. Minus Brutalität, dafür... Cool, ich kann auch Sachen rückkaufen. Sehr schön. Ja, danke, ne? Ich bin froh, dass ich endlich das ganze... Spürst Zeug du verkaufen es? Konnte. Sogar die Bäume sind nervös. Ich würde so gern das Licht der Glühwürmchen aus dem Wald nutzen. Sie leuchten so hell wie Feuer. Danke, dass du das für mich tust. Ja, bitte, bitte. Ich habe zwar nicht zugehört, aber... Okay, das ist eine 93 Entfernung. Dann gehe ich zuerst mal dahin. Immer wenn ich in der Stadt bin, fängt es an zu laggen. Wahrscheinlich, weil hier so viele NPCs rumgeistern oder sowas. Ich weiß es nicht. Muss ich zum Briefkasten? Habt ihr mir erklärt, wie ich zum Briefkasten gehe? Ah ja, Brief steht da doch. Briefkasten. Erklären mir die Grundsachen hier für das organisatorische Briefkasten, Shopsystem, alles Mögliche. Hier ist dein Zeugs. Questverstoß. Ich weiß nicht, was heißt Questverstoß? Benutze Taxistand in Walde. Oh, okay. Sollte ich vielleicht erst machen, wenn ich mit den anderen Quests hier fertig bin. Weil der leitet mich direkt zu einer anderen Stadt weiter. Das bedeutet... Moment, was willst du? Sammle grüne Rinden. Okay, das mache ich zuerst. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? So ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ah, da vorne ist die nächste
Nächste Landnahme, die ich machen soll. Mach ich das mal. Zwar genau. Wer hat mich ja jetzt schon wieder gesehen? Irgendwer verfolgt mich. Ist mir aber scheißegal, wer. War das gerade eine feindliche Übernahme oder sowas? Hat so ausgesehen, als ob ich gerade eine Übernahme des feindlichen Gebietes oder sowas gemacht habe. Meins. Ja. Die nächste ist 700 Meter entfernt. Fuck you. Sammle grüneren groß. Ah, okay, ich muss diese Viecher da umbringen, ne? Ja. Oh, das sind die, die man schon im Trailer gesehen hat vor 2 Jahren oder so. Sammle grüneren Großkopen oder sowas ähnliches. Also kann ich eigentlich diese hier auch angreifen. Ja. Bringt zwar nicht so viel, aber trotzdem. Na Dicker. Ich will dich angreifen. Du bist cool. Du hast mir eben geholfen. Also eben vor 2 Stunden oder so. Die Firma dankt. Hätte mir schon mal helfen können, Dicker. Ich weiß, woran die mich erinnern. An alle Leute, die Brutal Legend gespielt haben. Die sehen genauso aus wie, außer jetzt die Flügel, die am Kopf haben. Aber die sehen sonst genauso aus wie die Typen, die ganze Zeit ihren Kopf gegen die Wand hauen. Diese Mettler. In Brutal Legend. Genauso sehen die aus. Na, apropos, im Trailer vor 2 Jahren waren die. Sehr viel größer, diese langen Hälse. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nur eine schöne Reihe, damit ich beide auf einmal töten kann. Double Kill. Triple Kill. Triple Kill. Abgeschlossen. Yes. Die anderen müssten in der anderen Richtung sein, ne? Ja, Taxistand benutzen. Oh, nur 140 Meter, da kann ich auch direkt hingehen. Aber ich würde mal sagen, an der Stelle mache ich einen Cut, bevor die Episode wieder aus so lange wird, dass ich sie kaum rendern kann anständig. Ich bedanke mich auch wieder dafür, dass ihr eingeschaltet habt zu White Star. Ich wollte fast sagen Splinter Cell Chaos Theory. Bis zum nächsten Mal. Just True.